Ja, dann herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung unseres neuen Führungsduos, Marcel Schäfer als neuer Geschäftsführer Sport und Sebastian Schinzilotz in der Funktion als Sportdirektor. Begrüße auf dem Podium auch ganz herzlich unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Frank Witter, dem ich direkt das Wort geben möchte. Ja, vielen Dank. Ich will mich auch sehr kurz fassen, weil das Hauptobjekt der Begierde sitzt hier direkt neben mir. Ja, wir haben den Abschluss einer Ära. Jörg Schmadtke ist in den wohlverdienten und selbst entschiedenen Ruhestand übergeglitten. Freuen uns, dass wir ihn am Sonntag nochmal hier im Stadion verabschieden können. Ich glaube, es freut mich auch persönlich besonders, weil es immer Aufs und Ab gibt, dass wir eine intakte Mannschaft haben. Wir haben einen zukunftsfähigen Kader und das ist auch das, was über die Ära von Jörg Schmadtke in seiner bisherigen Rolle bleibt. Und das ist der Ball, den die Kollegen aufnehmen. Und ja, keine Überraschung natürlich, das neue Gespann, das ist soweit bekannt. Und es ist auch schön, dass der Sebastian jetzt am 1.2. sozusagen aktiv eingreift und Marcel dann in die Fußstapfen vom Jörg einsteigt. Auch das haben wir ja schon hinlänglich besprochen. Ja, insoweit bin ich nur Beiwerk und übergebe gerne an die Kollegen. Ja, vielen Dank, Herr Witter. Sebastian, herzlich willkommen beim VfL Wolfsburg. Du bist der einzige Neue hier in der Runde, aber gleichwohl auch ein alter Bekannter. Von 2008 bis 2013 hast du für den VfL gespielt. Jetzt bist du seit ein paar Tagen wieder in Wolfsburg. Wie fühlt sich die Rückkehr an für dich? Ja, schönen guten Tag von meiner Seite. Die Rückkehr fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich habe ja sehr, sehr schöne Erinnerungen an den Standort. Hatte hier sowohl sportlich als auch privat eine sehr, sehr schöne Zeit. Und freue mich selbstverständlich auch wieder hier zu sein und kann es kaum erwarten, nach den ersten beiden Tagen, wo es ja ein bisschen Richtung Beschnuppern geht, dann auch voll loszulegen. Dann noch eine letzte Runde an Marcel. Du hast für den VfL Wolfsburg gespielt, warst jetzt 4,5 Jahre in der Funktion des Sportdirektors, jetzt Geschäftsführer Sport. Was bedeutet das für dich persönlich? Ja, ich freue mich riesig, bin stolz und dankbar, jetzt Geschäftsführer des VfL Wolfsburg zu sein. Wenn mir das jemand gesagt hätte, als ich 2007 hier damals zum VfL Wolfsburg gekommen bin, hätte ich ihn wahrscheinlich ein bisschen für verrückt erklärt. Das war mit Sicherheit auch so nicht der Plan, weil man im Fußball gerade als Spieler ja gewisse Dinge nicht planen kann. Aber ich durfte als Spieler viele Höhen, aber auch einige Tiefen miterleben, habe persönlich alle Facetten eines Fußballerlebens mitbekommen, was mich geprägt hat, was mich ja natürlich auch ein Stück weit zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Darauf bin ich stolz, bin ich dankbar und jetzt darf ich ja die neue Herausforderung, die neue Aufgabe als Geschäftsführer Sport mit einem tollen Team angehen und das werde ich immer mit großer Begeisterung tun, mit großer Einsatzbereitschaft, so wie ihr mich kennt. Dann vielen Dank an euch drei und dann darf ich an euch übergeben für eure Fragen und bitte um ein kurzes Handzeichen. Thomas Gassmann von der Wolfsburg Allgemeinen. Frage an Marcel. Du sagst eben schon Team. Gibt es denn weitere Umbauarbeiten, die bevorstehen? Ich habe es akustisch gerade nicht verstanden, tut mir leid. Du sagst gerade Team. Gibt es denn weitere Umbauarbeiten, die du vornehmen möchtest? Ja, Sebastian ist ja als Sportdirektor zu uns gestoßen und das ist ja so, dass der Frauenfußball jetzt auch unter dem Dach Sport läuft. Von daher sind ja mehr Aufgaben dazugekommen. Ich glaube, das hatten wir auch im Trainingslager besprochen. Die Anzahl der Mitarbeiter um das Team herum ist ja in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Denen wollen wir natürlich auch gerecht werden. Und daher haben wir mit Benjamin Hoppens als Koordinator Sport und Steffen Hillmann als Leiter Lizenz zwei Leute dazugenommen, die mit uns, sage ich mal, die sportliche Führung dann zusammen bilden werden. Wie ich eben schon eingangs erwähnt habe, ich war immer ein Teamplayer, Sebastian definiert sich auch als Teamplayer. Wir werden unsere Aufgaben, unsere Zusammenarbeit im Team angehen, so wie ich das auch mit Jörg gemacht habe und davon sind wir überzeugt, dass wir dann erfolgreich in die Zukunft gehen. Daniel Mau von den Wolfsburger Nachrichten und Michael Richter vom Kicker. Eine Frage an Sebastian Schinzilot und an Marcel Schäfer. Wenn man vorher als Spieler zusammen auch auf dem Feld stand, zumindest ein paar Spiele in der Meistersaison war es ja auch so, ist das von Vorteil in der aktuellen oder in dieser neuen Konstellation dann? Weil es kann ja auch hin und wieder mal Reibungen geben oder macht es dann vielleicht auch manchmal Sachen ein bisschen schwieriger? Also ich finde, dass das gut ist, eine gemeinsame Basis vorher gehabt zu haben und ein bisschen den anderen auch schon mal
die Möglichkeit hatte, beschnuppern zu können. Natürlich gibt es Reibung, es gibt viele Dinge, die geregelt werden müssen, viele Entscheidungen, die zu treffen sind, sodass es, glaube ich, wichtig ist, dass wir eine gute Diskussionskultur haben untereinander. Die werden wir sicherlich haben und die hatten wir auch, als wir gemeinsam als Spieler unterwegs waren. Da waren wir auch nicht immer einer Meinung. Aber wichtig ist, dass man die Dinge dann so entscheidet, dass sie im Sinne der Sache sind. Und Marcel hat es gesagt, wir sind beide Teamplayer, definieren uns als Teamplayer und wollen die kommenden Aufgaben auch als Team angehen. Dem ist eigentlich gar nicht groß was hinzuzufügen. Natürlich haben wir auf dem Platz die Reibung ein bisschen anders gelöst, indem er vielleicht mal beim nächsten Zweikampf ein bisschen härter zu Werke gegangen ist. Und jetzt werden wir das natürlich am Schreibtisch lösen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir kontrovers diskutieren, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen, dass wir uns immer die Meinung sagen und dann die beste Entscheidung für den VfL Wolfsburg treffen. Und genau so werden wir die Zusammenarbeit auch angehen. Ja, ich hätte zuerst die Frage an Herrn Witter. Sie haben eben vom Ende einer Ära gesprochen. Eine neue soll natürlich nach Ihrem Wunsch eingeleitet werden. Unter dem Stichwort Identifikation. Sie haben hier zwei Kollegen sitzen, die für die heutigen Verhältnisse sehr lange hier auch im Verein gespielt haben. Wie wichtig kann das sein, um diese Identifikation, diese Verbundenheit zum VfL auch weiter fortzuführen? Und gerne auch an die beiden. Was bringt es, wenn man jahrelang hier gespielt hat, dass man vielleicht doch nicht nur so als Durchlaufstation hier in Wolfsburg war und auch sein wird? Wie eng ist die Verbundenheit mit dem Verein und wie sehr kann das die Arbeit dann auch befruchten und beflügeln? Ich glaube, wir haben ja im September darüber gesprochen, dass das schon ein Faktor ist, der wertvoll ist. Natürlich nicht allein entscheidend, dass man hier gespielt hat oder schon mal gelebt hat. Aber ich glaube, das ist schon eine besondere Region. Wir haben die Nähe und den Einfluss des Volkswagen-Konzerns, der ja auch ein wesentlicher Teil des Sponsorings und auch die Menschen, viele arbeiten oder indirekt sind von Volkswagen abhängig. Und insoweit ist es wichtig, dass man ein Gefühl dafür hat. Ich glaube, gerade Jörg Schmadtke ist ein extrem gutes Beispiel, wie er sich hier eingelassen hat, wie er hier seinen Lebensmittelpunkt gelegt hat. Und insoweit ist das sicherlich hilfreich und gut. Auch der große Volkswagen-Konzern ist natürlich auch, hat bestimmte Spielregeln. Und das zu kennen, zu wissen, wie Menschen hier ticken, ist einfach gut und hilfreich. Nicht zwingend notwendig, aber ist es mit Sicherheit nicht schädlich. Und insoweit waren das Aspekte, aber ich glaube, der entscheidende Punkt war, wir haben ja auch im September darüber gesprochen, dass Marcel und Sebastian sich intensiv ausgetauscht haben, wie kann es funktionieren, was haben wir jeweils für Vorstellungen, wie wollen wir miteinander arbeiten, und das ist sicherlich der entscheidendste Faktor, um nachher eine neue Ära definieren zu können, die dann idealerweise natürlich erfolgreich ist. Genau, ist aus meiner Sicht genauso, wie das Frank Witter gerade geschildert hat. Wichtig ist, dass man inhaltlich auf einer Ebene liegt, dass man den Weg, der eingeschlagen wurde, dass man sich mit dem auch identifizieren kann, das kann ich voll und ganz. Ich glaube trotzdem, ist es ein unterstützender Faktor, wenn man Bezug zur Region hat, Bezug zur Stadt, dass es dann nochmal hilft, ja nochmal diese Extrameile zu gehen, die man dann immer so schön in diesen Punkten erwähnt. Ich habe das Glück, jetzt zum zweiten Mal einen Club zu haben, mit dem ich mich voll und ganz identifiziere. Wie gerade eingangs schon gesagt, eine tolle Zeit, die ich hier hatte, sportlich erfolgreich, privat. Kleine Anekdote, meine beiden Kinder sind hier geboren, sodass die Verbindung da auch sehr eng ist. Wir haben viele nette Menschen hier kennengelernt, hatten nie den Draht nach Wolfsburg verloren. Und wie gesagt, ich bin froh, dass ich wieder das Glück habe, so eine Aufgabe zu bekommen, wo auch ein Stück weit Identifikation dahinter steckt. Es hilft natürlich schon, wenn man viele Erfahrungen an diesem Standort gesammelt hat, der speziell ist. Wir sind stolz darauf, wir sind eine hundertprozentige Tochter von Volkswagen. Wir sind Volkswagen und wollen genau dieselben Werte verkörpern, die unser Mutterkonzern lebt. Und ich glaube, den Weg, den haben Jörg Schmadtke und ich 2018 schon eingeschlagen, haben einen etwas anderen Weg ausgerufen. Und genau diesen Weg wollen wir auch ein Stück weit fortführen, weil wir einfach von diesem Weg überzeugt sind, weil wir uns zu 100% mit diesem Weg identifizieren können und weil wir glauben, dass dieser Standort für diesen Weg einfach prädestiniert ist. Man kann hier in Ruhe arbeiten. Wir haben eine hervorragende Infrastruktur. Wir wollen Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Auch dieser Slogan kommt von diesem Standort, von diesen Menschen hier. Den wollen wir mit Leben füllen und deshalb fühlen wir uns total bestätigt in den letzten 4,5 Jahren mit diesem Weg, dass der VfL Wolfsburg erfolgreich sein kann. Und ja, wir haben eigentlich relativ schnell gemerkt, als wir in die Gespräche gegangen sind, dass sich auch Sebastian total mit diesem Weg identifizieren kann. Kurt Hofmann von der Bild-Zeitung. Frage an beide. Wie positioniert ihr euch jetzt an Spieltagen? Würdest du den noch vielleicht warmen Sitz von Jörg Schmadtke auf der Tribüne übernehmen und Sebastian unten auf der Bank, oder wie habt ihr das vor?
Ja, das war relativ einfach, da ich ja schon mal vom Platz gestellt wurde, unten mit einer gelb-roten Karte in Hoffenheim. Vieles relativ leicht. Nein, wir haben da eine klare Trennung, dass ich als Geschäftsführer dann auf der Tribüne Platz nehmen werde und Sebastian ja ganz nah an der Mannschaft und am Trainerteam dann auch auf der Bank Platz nehmen wird. Oben sieht man ja bekanntlich so schlecht nicht. Genau. Und auch für uns als sportliche Führung sind eben diese zwei Perspektiven extremst wichtig. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Sebastian als Sportdirektor sehr nah dran ist. Wenn man aber ein Spiel besser bewerten möchte, muss man sagen, habt ihr oben den deutlich bessere Sicht manchmal, als wir es unten auf der Bank haben. Thomas Hirne von der Süddeutschen. Ich glaube, die müsste an alle drei auf dem Podium gehen. Und zwar, was sind denn die sportlichen Minimalziele, die mittelfristig in der Konstellation erreicht werden sollen? Ich kann da gerne anfangen. Also Minimalziel, das Wort gefällt mir vom Grundsatz schon nicht. Ich glaube, als Leistungssportler will man immer das Maximum erreichen. Ja? Also wir wollen weiterhin eine schlagkräftige Truppe in die Bundesliga-Saison oder in alle Wettbewerbe schicken. Natürlich ist es auch unser Anspruch und unser Ziel, international zu spielen. Wichtig ist es, dass wir eine Mannschaft auf dem Platz haben, die eben diese DNA des Standorts einfach lebt. Ich glaube, das finden wir im Moment. Auch nach zwei Niederlagen, glaube ich, können wir immer noch sagen, dass die Mannschaft wirklich eine hohe Einsatzbereitschaft an den Tag legt, eine klare Spielphilosophie hat, auch wenn wir jetzt zweimal als Verlierer vom Platz gegangen sind. Aber das sind die grundsätzlichen Dinge. Wir wollen international spielen, wir wollen junge, hungrige, entwicklungsfähige Spieler verpflichten und genau diesen Weg werden wir auch weiter fortbestreiten. Dem kann ich wiederum auch nichts hinzuzufügen. Das sind exakt die Dinge, die wir natürlich im Vorfeld auch im intensiven Austausch besprochen haben. Für mich war wichtig, dass ich das im Detail auch alles höre und dass ich klar dann auch für mich entscheiden kann, dass ich mich mit dem Weg identifiziere. Das tue ich. Ich glaube, wie Marcel das erwähnt hat, dass er auch passend ist zum Standort. Ich denke, die Spielweise, die Mannschaft an den Tag legt, sehr intensiv, sehr begeisterungsfähig, was auch Richtung Tribüne dann auch gehen soll. Das hat man in der Entwicklung in der aktuellen Saison gesehen und an diesen Dingen wollen wir weiterarbeiten und die Dinge weiterentwickeln. Ja, vielleicht nur um das abzurunden. Ich glaube, wir haben das auch im September, aber auch, wir haben ja alle noch vor Augen, wie schwierig zum Beispiel die ersten 6 Spieltage waren. Wir haben uns erst gefunden, wir haben jetzt diese Einheit auf dem Platz, was uns vorher gefehlt hat. Die Fitness ist wieder da. Und natürlich möchten wir international spielen, da sind wir uns alle einig, aber wir gehen nicht mit der Vermessenheit in eine Saison, dass wir sagen, wir sind von vornherein hier ein Champions-League-Kandidat, sondern internationale Ränge gehen ein bisschen weiter. Aber natürlich gehen wir mit dem großen Ehrgeiz ran, wir haben natürlich auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, aber man kann es nicht erkaufen und nicht erzwingen im Fußball und das ist regelmäßig, wird sich das bewiesen. Und insoweit gehen wir schon mit Demut ran, aber auch mit großem Ehrgeiz, das ist die Kombination. Und selbst wenn ich jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein zahlen muss, die Wahrheit liegt eben auf dem Platz. Und das ist der Punkt, wo es zählt. Sebastian Stiegel von der dpa. Herr Stinzelotz, eine Frage an Sie, weil ich, zumindest nach meiner Beobachtung, ist es, glaube ich, im Ausland viel selbstverständlicher als hier, dass, keine Ahnung, jemand, der mal Cheftrainer war, als Co-Trainer arbeitet, weiterarbeitet, als Geschäftsführer, als Sportdirektor, waren sehr erfolgreich in Bochum in einer anderen Position hierarchisch gesehen. Hat diese Frage für Sie überhaupt je eine Rolle gespielt nach dem Abschied aus Bochum oder ist es vielleicht eine bewusste Entscheidung für diesen Stand oder für dieses, sage ich mal, näher Heranrücken an eine Mannschaft in einen anderen Alltag als in der vorigen Position? Also die beiden Entscheidungen muss man halt treffen. Geht man als Geschäftsführer weiter oder ist man auch offen für die in Anführungsstrichen zweite Reihe? Ich habe das logischerweise im Zuge meiner persönlichen Entscheidung auch immer sehr intensiv für mich durchdacht, auch mit der Familie besprochen und für mich so entschieden, dass ich gesagt habe, okay, die Sportdirektorenrolle ist für mich denkbar, wenn ich einen Bezug zum Standort und zur Geschäftsführung habe. Und das ist hier gegeben. Ich habe, wie gesagt, eine wunderbare Zeit hier gehabt, mich immer sehr, sehr gerne an die Zeit zurückerinnert. Habe dann mit Marcel jemanden, den ich einschätzen kann, den ich sehr schätze, aufgrund seiner menschlichen Fähigkeiten und aufgrund seiner Teamfähigkeit. Insofern war das für mich dann auch kein Problem, die Entscheidung so zu treffen. Und es ist eine bewusste Entscheidung. Die Süddeutsche nochmal.
an Marcel Schäfer. Nun, da Jörg Schmadtke weg ist, werden sich ja vielleicht auch ein paar Dinge verändern. Nicht, weil es falsch gewesen ist, was Jörg Schmadtke gemacht hat, sondern einfach, weil ein Führungswechsel dann auch Veränderungen mit sich bringt. Was sind denn vielleicht so Sachen, die man jetzt in den ersten Wochen, Monaten da im Blick hat? Also zunächst mal ist es so, dass ich für den Weg, den ich mit Jörg Schmadtke bestreiten durfte, wirklich sehr, sehr dankbar bin. Es ist nicht selbstverständlich, ich möchte hier an dieser Stelle nochmal explizit betonen, dass mich jemand da über die Schulter schauen lässt, mir mehr und mehr Verantwortung gibt, mir seinen ganzen Erfahrungsschatz zur Verfügung stellt. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Die 4,5 Jahre waren aus meiner Sicht auch wirklich 4,5 erfolgreiche Jahre. Man muss auch immer schauen, wo wir den Club 2018 übernommen haben. Von daher haben wir uns dafür einen Weg entschieden, haben gewisse Prozesse, Abläufe reingebracht, von denen wir überzeugt sind. Jetzt ist es so, dass da ein Wechsel in der Führung am 1.2. mitten in der englischen Woche stattfindet. Von daher ist die Zeit überhaupt nicht angebracht, da groß Veränderungen vorzunehmen in den Abläufen, sagen wir mal, in der Mannschaft oder um die Mannschaft drumherum. Natürlich werden wir uns gewisse Dinge anschauen. Wir sind immer bestrebt danach, sage ich mal, den Club, aber auch die Mannschaft und das Team ums Team herum personell natürlich zu verbessern. Wir wollen sie weiterentwickeln, selbstverständlich, aber das alles zu gegebener Zeit. Und ich glaube, jetzt ist es erstmal wichtig, auch für Sebastian ein Gefühl dafür zu bekommen, anzukommen, sage ich mal, alle kennenzulernen, das Trainerteam, die Mannschaft, das Team ums Team herum. Und dann werden wir mit Sicherheit zu gegebener Zeit zusammensitzen und versuchen, ein paar Punkte, sage ich mal, zu besprechen, wo wir denken, dass wir den Club und die Mannschaft verbessern können. Daniel Mau von den Wolfsburger Nachrichten. Da eine Nachfrage, Marcel. Du hast auch schon gesagt, die Vorfreude ist groß. Du bist stolz darauf, jetzt in dieser Position zu arbeiten. Wie viel Respekt ist denn aber auch vor dieser Aufgabe da? Denn bisher war es ja so, dass mit Jörg Schmadtke doch sehr breite Schultern auch vor dir standen. Jetzt ist dieser Fallschirm oder dieses Sicherheitsnetz weg. Ich freue mich einfach riesig auf die neue Aufgabe, auf die Herausforderung, die sich stellt, einen Club, sage ich mal, dann als Geschäftsführer mitzuführen. Von daher, natürlich habe ich den Respekt vor so einer Aufgabe, natürlich, aber die Begeisterung überwiegt total. Und ich freue mich, das jetzt angehen zu dürfen, und genauso werde ich es auch tun. Ja, noch kurz eine Frage an Herrn Schinzelorts. Ich habe mit dem Ilja Kenzig mal gesprochen, der sagte, es war eine super Zeit in Bochum, sehr erfolgreich. Dann haben Sie gesagt, nee, ich mache jetzt nicht mehr weiter. Können Sie das ungefähr mal kurz erklären, warum? Ja, das kann ich gerne tun. Also man hinterfragt natürlich seine eigene Situation regelmäßig, schaut, wie man sich weiterentwickeln kann. Man sammelt Eindrücke über die vielen Monate und Jahre, die man dann in dem Job letztendlich unterwegs ist. Und ich hatte rund um den Jahreswechsel das Gefühl, dass, ja, dass für mich eine Veränderung vielleicht ganz gut, dass mir eine Veränderung ganz gut tun würde. Habe das dann, wie gerade schon erwähnt, intensiv auch mit meiner Familie besprochen. Es ist ja immer eine Besonderheit, wenn man an dem Standort, wo man letztendlich auch wohnt und lebt, auch arbeitet und da in der Verantwortung steht. Und nach und nach kam das Gefühl in mir hoch, dass ich gerne was anderes sehen möchte, dass ich eine andere Struktur, einen anderen Club nochmal kennenlernen möchte und dort meine Erfahrungen sammle. Und deswegen fiel dann die Entscheidung zwar recht schwer, das kann ich, glaube ich, offen und ehrlich sagen. Und ich glaube, da hat auch jeder Verständnis für, wenn man 25 Jahre für einen Club tätig ist, dass es nicht ganz so leicht, einem nicht ganz so leicht fällt. Aber das hat sich für mich richtig angefühlt, der Zeitpunkt hat sich für mich richtig angefühlt. Und ich bin sehr froh, dass ich dann mit dem VfL Wolfsburg ja, die Anfrage, die dann kam, einen Club bekommen habe, der auch zu mir passt und wo die Vergangenheit auch ein Stück weit mit einer Rolle gespielt hat. Und bin auch sehr dankbar, dass man mir das Vertrauen hier ausgesprochen hat, und bin sehr froh, hier zu sein. Eine Frage wohl am besten an Herrn Schäfer und an Herrn Witter, weil ich es nicht genau einschätze. Sie haben vorhin en passant gesagt, die Frauenmannschaft ist jetzt, sage ich mal, angedockt oder integriert in den Geschäftsleitung Sport. Inwieweit wird sich dadurch etwas womöglich am Standing, an der Ausstattung finanziell ändern? Und dann eher eine Frage noch an Herrn Witter weiterführen. Inwieweit hat sich das überhaupt verändert durch diese, sage ich mal, Erfolge, wachsende Popularität des Frauenfußballs durch Gesichter wie Alexandra Popp, Lena Oberdorf, dieses das Standing des Frauenfußballs innerhalb des Vereins, der hier schon mal größer war als anderswo?
Ich glaube, das ist wirklich ein fairer Punkt, den Sie machen. Bei uns hat der Frauenfußball schon vor vielen, vielen Jahren eine zunehmend wichtige Rolle eingenommen. Ich glaube, wir haben uns auch zum Teil darüber definiert, als andere noch überhaupt keinen Profi-Frauenfußball hatten. Und insoweit freuen wir uns, dass dieses Pflänzchen sprießt und wächst. Aber es ist natürlich noch ein langer Weg, ehe die Strukturen wie im Männer-Profibereich geschaffen sind. Aber der Weg ist richtig. Und die Fortschritte sind greifbar und bei uns bleibt es ein ganz wichtiges Standbein. Und ich glaube, der Schritt, den wir auch gemeinsam erarbeitet und diskutiert haben, die gesamte sportliche, alle sportlichen Fragestellungen im Sportbereich des Geschäftsführers Sport zu bündeln, nimmt überhaupt nichts weg der hervorragenden Arbeit, die in den letzten Jahren gemacht wurde. Aber ich glaube, es ist auch ein Statement, dass alle sportlichen Fragen und alle sportliche Kompetenz, ob Männer oder Frauen, bei der dafür höchstmöglichen Instanz und Kompetenz im Verein gebündelt ist. Und insoweit gehen wir diesen Weg weiter. Aber ich glaube, die finanzielle Ausstattung muss sich deswegen nicht zwingend dramatisch verändern. Wir haben, glaube ich, auch schon gut in den Frauenfußball investiert. Der entwickelt sich weiter, aber wir werden das weiterhin genau wie bei den Herren verantwortlich machen. Aber für uns ist das nichts Neues. Manch anderer hat das Rad gerade erfunden, aber ja, wir sind froh, dass es jetzt positiv weitergeht und insoweit ist es eine ganz wichtige Säule mit den Frauen bei uns im VfL. Ich bin sehr dankbar, weil ich eine sehr erfolgreiche Mannschaft übernehme, die wirklich Spaß macht, die in den ganzen Jahren unter Ralf Kellermann und Tim Schumacher und jetzt unter dem jetzigen Trainer Tommy Stroth wirklich hervorragende Leistungen gezeigt hat. Habe mir selbst auch oft die Spiele, sage ich mal, angeschaut, wenn die Zeit dazu da war. Kenne auch einige Spielerinnen, aber auch da ist es jetzt erstmal so, dass ich da ein Gefühl bekommen möchte für das Ganze. Und da werden wir auch versuchen, den Bereich, sage ich mal, weiterzuentwickeln. Personell, infrastrukturell gibt es mit Sicherheit einige Dinge und es ist natürlich sehr erfreulich, gerade nach dem letzten Turnier im Sommer wirklich, dass da ein großer Hype war, dass die Begeisterung relativ groß war und den versuchen wir natürlich jetzt mitzunehmen. Hier vorne nochmal, der Kicker. Ich würde mit Sebastian gerne nochmal in die Anfänge deiner Karriere zurückgehen, kann mich noch gut erinnern, du hattest dir damals einen Spitznamen verdient, auf den ich gleich zu sprechen komme, du warst Mannschaftsspieler und hast als Nähmaschine jeden Quadratzentimeter auf dem Rasen verlässlich beackert. Ich will damit fragen, was ist von der Nähmaschine heute noch im Büro zu sehen, wie ist heute deine Arbeitsweise, was hast du da für Attitüden noch übernehmen können für deinen heutigen Job? Ja, ich glaube, wie damals auf dem Platz ist auch jetzt meine absolute Überzeugung, dass alles über die Bereitschaft, über den Fleiß, über die harte Arbeit, Mentalität geht. Das ist nun mal die Basis für alles. Das habe ich immer versucht so zu leben als aktiver Spieler und jetzt auch im Büro. Ich glaube, dass damit alles anfängt und ja, habe das jetzt quasi so für mich übernommen und hoffe, ich weiß nicht, gibt es Schreibmaschine vielleicht demnächst anstatt Nähmaschine? Vielleicht geht es dann demnächst in diese Richtung. Den hatte ich noch nie gehört. Niemals. Dann sieht es so aus, als wären alle Fragen beantwortet. Dann bis hierhin erstmal vielen Dank. Jetzt geht es weiter mit Fernsehen und Radio. Und die meisten von euch sehe ich dann um 14 Uhr zur Pressekonferenz mit Niko Kovac. Dankeschön.